sei die Grüße, Musiker. Wir sind heute auf der 55. Pfingstmusikshow in Sassenberg, der Sassenberger Landsknechte. Und ja, auch hier spiele ich wieder den rasenden Reporter und lasse euch oder stell euch ein paar neue Vereine vor. Viel Spaß! Aus Bochum und ich würde einfach mal sagen, stell mal dich und deinen Verein vor. Ja, ich und mein Verein. Wir sind die Rebellenfanfaren und zwar gibt es uns seit 2020. Wir haben uns sozusagen am Anfang von Corona gegründet, aber wir sind alles nicht neue Musiker, sondern schon alle sehr erfahren und haben vorher alle schon Musik gemacht. Jetzt haben wir 2023, haben also mittlerweile schon unseren dritten Geburtstag gefeiert und da sind wir ganz stolz drauf, denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass sich die Vereine so in den letzten 2-3 Jahren gehalten haben. Absolut richtig. Wir sind ein reiner Naturton-Fanfarenzug und ja, wir machen Naturtonmusik und haben Spaß dabei. Sehr schön. Wie beläuft sich momentan die Größe eures Vereins? Weil du sagst, ihr seid ziemlich frisch. Mhm. Wir sind im Moment auf dem Papier 43 Mitglieder. Wow. Dabei sind auch natürlich ein paar passive Leute, die so lieb sind und uns einfach ihr Geld geben. Aber insgesamt haben wir 31 aktive Musiker und heute hier in Sassenberg sind wir mit aktuell 25 Musikern. Ah, das ist ja auf jeden Fall schon eine Summe. Ja. Und wie seid ihr auf das Fest aufmerksam geworden? Wurdet ihr eingeladen? Habt ihr euch selber beworben? Wie kam das? Wir sind letztes Jahr schon hier gewesen. Sind letztes Jahr bei der ersten Veranstaltung wieder nach Corona von den Sassenberger Landsknechten eingeladen worden und haben die Einladung gerne angenommen. Im letzten Jahr zusammen mit unseren Freunden aus Duisburg, die kennt ihr bestimmt auch, das sind die Ruhrpott-Guggis, eine Gugge-Musik. Und da haben wir zusammengespielt letztes Jahr, weil eben aufgrund der Situation nicht so viele Leute zusammenkamen pro Verein. Ja, und heute sind wir alleine hier. Die Guggis sind heute leider verhindert, aber wir sind alleine hier und wie gesagt mit 25 Mann, das reicht auf jeden Fall aus für uns. Auf jeden Fall. Ihr hast ja gerade gesagt, ihr wart letztes Mal schon hier. Gibt es vielleicht spezielle Erfahrungen, die ihr habt, dass ihr gesagt habt, ja, hier kommen wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin? Ja. Ja, die gibt's. Es war einfach, wie darf man sagen, es war einfach geil. Ja. Letztes Jahr. Also Stimmung mega. Ja, es war eine super Stimmung. Wir hatten hier ein super Publikum. Wir waren nicht sehr viele Vereine letztes Jahr, aber es war einfach toll, gerade nach dieser langen Zeit, ne, so eine tolle Gemeinschaft zu sein, ja, hier wirklich wieder Musik machen zu können für Publikum. Das Publikum war wirklich aus dem Häuschen, ja, gerade auch bei unserem gemeinsamen Auftritt hier auf der Bühne. Und es hat einfach so einen Spaß gemacht, dass wir schon letztes Jahr, als wir hier gegangen sind, gesagt haben, bis nächstes Jahr. Wir sind auf jeden Fall wieder dabei. Gibt es denn bestimmte Auftritte, auf die ihr euch freut? Weil ich habe gerade schon gesehen, hier sind ja sehr, sehr viele Vereine. Mhm. Habt ihr da jemanden? Ja. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben die Red Blacks gesehen. Mhm. Das ist eine ganz, ganz tolle Truppe. Und wir haben uns dann auch in Düsseldorfer Karneval wieder getroffen. Ah. Und haben da auch dann, ne, füreinander ein wenig gespielt. Und dementsprechend haben wir uns jetzt heute ja dann wieder gesehen. Und ich bin ganz gespannt, vor allem eben auf deren Marsch auch wieder. Weil das ist was ganz Besonderes. Müsst ihr euch gleich mal angucken. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Habt ihr denn Tipps für Besucher vielleicht für nächstes Jahr, was ist hier, warum sie genau hier hinkommen sollen? Ja, absolut. Es ist eine tolle Atmosphäre hier. Ihr seht das im Hintergrund. Einmal aufgrund der Gegebenheiten des Platzes. Es ist alles rund angeordnet und man kann von jeder Ecke aus die Bühne sehen. Man kann hier wunderbar die Musik hören. Es ist viel geboten. Also es gibt überall an jeder Ecke Getränke. Wir haben tolle Essensgelegenheiten hier. Eine wunderbare Tombola machen die Sassenberger immer. Und ich denke, gerade der Pfingstsonntag lohnt sich absolut, hier wieder hinzukommen für jeglichen Besucher. Ich habe es auch heute erst bei Facebook und Instagram gepostet.
kommt doch einfach hierhin. Auch aus dem Ruhrpott ist es nicht so weit. Das stimmt. So lang sind wir nicht gefahren. Ja, richtig. Ja, dann vielen lieben Dank und noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bestimmt noch. Genau, euch auch. Dankeschön. Danke. So, jetzt stehe ich hier mit dem Heinio aus Sassenberg, der zu den Oldies gehört. Würde ich einfach mal vorschlagen, stell dich vor und dein Verein am besten gleich mit. Ja, wir sind die, die früher mal im Verein so Sassenberg mitgespielt haben, aber dann auch alle ein bisschen älter geworden sind. Man sieht es ja schon so ein bisschen, ne? Und dann haben wir gedacht, ach nee, wir machen noch mal ein bisschen Musik weiter, nicht mehr öffentliche Auftritte, eigentlich nur so unter uns. Natürlich, wenn der Verein so Jubiläum hat, spielen wir natürlich dann auch. Normalerweise sind wir für uns alleine, spielen auf Geburtstagen, so ein bisschen privat und auch auf Hochzeiten. Und wir sind da, wir haben einen Proberaum, einen schönen alten Kotten, wo wir üben jeden Freitag. Wir üben nicht nur, wir trinken auch ein bisschen dabei. Wir sind eigentlich ein ganz lustiger Verein, denke ich mal. Alle, die mal bei uns waren zu Besuch, die sind alle begeistert. Hast du sonst noch Fragen? Ja. Aus welcher Größe besteht ihr? Also wie viele Leute seid ihr so? Ja, wir sind 21 Personen. Die meisten sind schon über 60, ein paar auch über 70. Und dann haben wir Jüngere dabei, die aber auch schon 50 sind. Ne? Ja. Auch schon 50. Und du hast gesagt, ihr seid von den Sassenbergern die abgewandelte Form. Ja, ja, wir haben früher auch im Sassenberger Verein so alle mitgespielt. Jede Menge Musikschauen mitgemacht und alles. Aber wenn man älter wird, hat Familie und Kinder kommen, da sind wir dann ausgetreten. Aber da wir Spaß an Musik haben, haben wir uns dann auch mal wieder neu gegründet. Und haben gedacht, warum sollen wir nicht mal wieder ein bisschen Musik für uns jetzt machen? Ja. Sonst sind wir nur privat unterwegs. Aber heute, weil Pfingst Musikshow ist, spielen wir für den Verein so auch. Ist euch die Tradition denn sehr wichtig? Ja, ja, das ist schon klasse. Ne? Und was hier in Sachsenberg abgeht, das ist ja auch nicht ganz ohne. Ne? Also ich muss an früher denken, da war natürlich mehr los. Viele Vereine sind ja auch zusammengebrochen durch Corona leider. Und was weiß ich alle. Mhm. Hier waren sonst Tausende im Burg. Das war schon ein Highlight für Sassenberg. Und dann auch 3 Tage lang. Ne? Ja. Das fing schon freitags an, da wurde noch ein riesiges Zelt aufgebaut da hinten. Da spielte eine Band und so, aber das ist alles so ein bisschen zurückgegangen. Und gibt es einen Tipp, vielleicht so ein kleiner Insider-Tipp für Besucher oder für Vereine, vielleicht für die nächsten Jahre? Ja, man sollte auf jeden Fall Sassenberg besuchen. Erstmal ein Highlight hier im Brook, in den wunderschönen Brook hier. Wir haben ein riesen Baggerloch, man kann hier wunderbar wandern, aber das wollt ihr ja sowieso nicht. Ihr wollt Musik machen und es ist schon eine Reise wert, hier nach Sassenberg zu kommen und auch den Fanfarenzoo mal zu besuchen. Ne? Und vor allen Dingen vielleicht auch mal die Oldies. Ne? Wir haben einen wunderschönen alten Kotten da, da haben wir auch, können gerne mal Leute kommen zu Besuch. Wir spielen dann auch da abends und ist immer sehr lustig. Ja, das wäre es dann auch schon von mir. Boah, da war ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich danke dir vielmals und noch viel Spaß. Ich denke, wir sehen uns gleich. Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Ne? Und dann bis nachher mal. Bis nachher. Wir machen nachher auch ein bisschen Musik. Wir auch. Tschüss. So, jetzt bin ich hier mit dem Michael von den Attendonnern Fanfarenzug und ich würde einfach mal vorstellen, stell doch einfach mal dich und deinen Verein vor. So, ich heiße Michael Hund, ich bin erster Vorsitzender des Attendonnern Fanfarenzuges. Wir sind gegründet 2008, also wir sind genauso viel unterwegs wie ihr auch, Schützenfeste, Karneval, wie all das auch ist. Wir haben zurzeit 38 aktive Mitglieder, passive sind wir knapp 100. Was möchtest du sonst noch wissen? Ansonsten würde ich gerne noch wissen, wie seid ihr auf das Fest aufmerksam geworden? Wir sind von den Sassenbergern angeschrieben worden, per E-Mail. Und das war letztes Jahr und vorletztes Jahr schon, hatten wir abgesagt. Und dieses Jahr haben wir zugesagt, jetzt sind wir hier. Also seid ihr das erste Mal hier? Wir sind das erste Mal hier. Und was ist so euer erster Eindruck? Schönes Wetter, viele Musiker, perfekt. Ich bin mal gleich auf den Umzug gespannt. Und dann sehen wir weiter, wie es weiterläuft. Und da schließt sich dann auch schon die nächste Frage bei mir an. Gibt es denn bestimmte Auftritte, auf die ihr euch freut? Weil hier sind ja ganz viele Musiktruppen. Gibt es da etwas, was ihr euch auf jeden Fall ansehen müsst? Ich war ja damals schon im Fanfarenzug meiner Zeit. Und da waren wir ja damals in New York bei der Stäubenparade oder sowas. Du warst in der Ecke. Würde mich schon reizen, aber das dauert noch ein bisschen. Aber die Auftritte, die wir jetzt haben, Schützenfeste, Hochzeiten oder sonst irgendwas, reicht auch schon ganz. Reicht schon? Ja, es reicht. Ihr wart das erste Mal hier. Ja. Heute seid ihr das erste Mal hier. Gibt es denn das von dem, was ihr jetzt so gesehen habt, Tipps, die ihr für die nächsten Jahre weitergeben könnt? Dazu bin ich zu kurz hier. Ich bin gerade mal eine Stunde hier. Ich habe noch nicht alles gesehen. Zum Beispiel die Hüpfburg da hinten. Nein, ja, Schuhe also, außen drauf, ne? Ja, klar, logisch. Machen wir alles. Also muss erstmal da reinkommen, erstmal gucken, was geht hier ab. Aber so die Bewirtung, so Getränke oder sowas ist schon gut organisiert hier. So wie ich bis jetzt überblicken kann. Musiker sind genug da, habe ich schon gesagt.
Perfekt. Ja, alles klar, das wär's dann auch schon von mir. Ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis Dito. Gleich beim Umzug. Auch auf jeden Fall. Bis gleich. Ciao. So, ich stehe jetzt mit Sarah und Daniel und ich würde einfach mal vorschlagen, stellt euch in euren Verein einfach mal vor. Ja, ich bin der Daniel, bin der musikalische Leiter vom Fahnenkorps der Karnevalsvereine Hattingen-Bochum 2015 e.V. Und wir sind jetzt das zweite Mal hier in Sassenberg. Letztes Jahr noch mit der Spielgemeinschaft, dieses Jahr als eigenständiger Verein. So, jetzt darfst du dich vorstellen. Ja, ich bin die Sarah und ich bin die Jugendleitung im Verein. Wir warten einmal, bis die junge Dame vorbei ist. Bitte! Die nächste Frage bezieht sich auf eure Mitgliederanzahl. Wie groß ist euer Verein momentan? Also wir sind ein Karnevalsverein auch und der Hauptverein hat 40 Mitglieder und der Fanfarenkorps 23. Und wie seid ihr auf das Fest aufmerksam geworden, weil ihr sagt, ihr seid das zweite Mal dabei? Ja, ich war 20 Jahre in der Rolandbühne Mitglied und ich bin jetzt das 21. Jahr hier in Sassenberg. Da habe ich gedacht, das ist auch was für unseren Verein und da haben wir uns alle entschieden, wir fahren hier hin. Habt ihr, wenn ihr letztes Jahr schon hier wart, vielleicht eine spezielle Erinnerung, warum ihr sagt, ja, dieses Jahr sind wir wieder hier? Ja, wie wir sagen, Musik verbindet. Einfach die Stimmung, der Zusammenhalt unter dem Musikverein und natürlich abends die Party. Gibt es bestimmte Auftritte? Also wir haben ja hier ganz schön viele Musiker unter uns. Gibt es bestimmte Auftritte, auf die ihr euch freut? Möchtest du? Die ist immer ein bisschen schüchtern. Ich weiß. Ja, also wir haben ja unser eigenes Musikfest im August. Ende August. Wo wir auch sind. Genau, ihr kommt auch. Ich glaube sonntags. Sonntags, ne? Genau. Das richten wir zum zweiten Mal aus. Und dann haben wir ein Fest, wo wir uns drauf freuen. Es ist im September. Da sind wir auf dem Stadtfest in Sporkhövel gebucht. Da freuen wir schon richtig drauf. Ja. Und ich habe aus sicherer Quelle erfahren, von Sarah, dass ihr auch über Nacht hier seid. Habt ihr denn so kleine Behind-the-Scenes-Einblicke für die Zuschauer, was passiert, wenn alle anderen weg sind? Ja, also erstmal treffen wir uns ja dann in Unterkunft, dann grillen wir meistens, dann haben wir eine Zapfanlage mit, dann wird noch ein kühles Bierchen getrunken und dann machen sich die Herrschaften und die Damen alle fertig und dann geht's abends immer auf die Open-Air-Disco hier. Und dann ist es so 3, 4 Uhr, bis wir dann ins Bett kommen. Und um 8 Uhr laufe ich dann mit dem Becken durch den Raum, mache alle wach, weil es dann Frühstück gibt. Das ist doch sehr nett. Ja. Und dann ist es dann schon Sonntag, ne? Hast du was zu ergänzen? Nein. Habt ihr denn Tipps oder Tricks für Besucher oder andere Vereine, die dieses Fest besuchen? Inwiefern Tricks? Tipps, Tricks, was gefällt euch am meisten? Auf was können die Besucher sich freuen? Die Besucher können sich freuen auf klassische, richtig klasse Musik aus ganz Deutschland. Hier kommen Vereine aus ganz Deutschland hin, aus den Niederlanden, aus Belgien. Verschiedene Musikstile, verschiedene Musikrichtungen, das ist immer sehr spannend. Und für Vereine, die gerne mal hier hinkommen möchten, einfach den Fanfaren zu Sassenberger Landsicht anschreiben. Die freuen sich immer, wenn sie neue Vereine kennenlernen und sehen hier und auch das Publikum. Alles klar. Das war's auch schon von mir tatsächlich. Und wir haben nachher noch ein Zusammenspiel, habe ich gehört. Da freue ich mich auch drauf. Und ich würde sagen, noch einen schönen Tag. Bis gleich. Ja, das wünschen wir euch. Thank you.
jetzt stehe ich hier mit dem Ehrentambor Major, Namen vergessen. Thomas. Thomas. Und ich würde einfach vorschlagen, er erzählt mal ein bisschen was über sich und seinen Verein. Ja, ich bin der Thomas. Wir sind der Spielmannzug aus Fürchtorf. Wir sind 56 aktive Mitglieder plus 17 in der Nachwuchsgruppe. Wir hatten letztes Wochenende Schützenfest. Da sind wir durchgehend mit über 50 Leuten marschiert und haben einfach Spaß an Musik machen. Sehr schön. Hast du gerade schon beantwortet, wie groß euer Verein ist. Wie lange existiert ihr schon? Der Verein gibt es seit 1953, also dieses Jahr 70 Jahre. Seid ihr zum ersten Mal bei den Sassenbergern oder ist das so ein fortlaufendes Ding? Nee, wir sind alle, circa alle 5 Jahre sind wir hier aktiv. Okay, gibt es denn da spezielle Erinnerungen, die ihr gerne teilen wollt? Vielleicht ein paar Insider-Tipps? Ja, war Insider-Tipps nicht, aber wir sind alle paar Jahre hier, macht immer Spaß zu kommen, beruht dann auf Gegenseitigkeit, wenn die Landsknechte dann nach Fürchtorf kommen zum Spielen. Eine spezielle Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen. Erdkundemäßig, ein bisschen das einzuordnen. Ja, erdkundemäßig, wir sind ein Stadtteil von Sassenberg und wohnen 8 Kilometer nördlich von hier. Gar nicht so weit. Genau. Gibt es denn bestimmte Auftritte von den ganzen Musiktruppen, auf die ihr euch am meisten freut? Ja, unter anderem auf den Spielmann zu Sassenberg, weil man gut befreundet ist. Und sonst bin ich gespannt, welche Vereine dieses Jahr hier sind. Und im Prinzip macht es einfach Spaß, jedem Verein zuzugucken. Sehr schön. Wir warten einmal, bis die vorbei sind. Gibt es denn spezielle Tipps für Vereine oder Besucher, die du einmal weitergeben möchtest? Boah, Tipps, also ja, hier lassen wir immer Pfingsten. Der Datum steht ja dann eigentlich die nächsten Jahre schon fest, wann hier wieder was so ist. Richtig. Die Uhrzeit steht fast auch immer fest, wenn es hier losgeht. Und als Tipp kann ich einfach nur sagen, kommt vorbei, guckt es euch an und habt Spaß daran. Macht es euch denn, weil ihr sagtet, ihr kommt immer ein bisschen mehr, so viel Spaß, dass ihr sagt, ja, das muss jedes Jahr wieder sein? Wir haben aber Spaß an Musik machen. Sehr gut. Ja, das war es dann auch einfach schon von mir. Und vielen Dank und noch einen schönen Tag. Und ich denke, wir sehen uns im Laufe des Tages nochmal. Geht auch noch. Dankeschön. Danke. So, ich stehe jetzt mit dem Marco. Hallo. Und gerne kannst du einmal etwas über den Verein erzählen. Ja, ich bin Marco. Ich bin Tomo Mertel von Musikverein Drumfanfare Michael aus Nijmegen in den Niederlanden. Und wir sind hier jetzt für den 3. Mal. Zum 3. Mal? Ja. Wie groß, also wie viele Leute seid ihr? Wir sind mit ungefähr 30, 35 Personen, jetzt ungefähr 30 hier. Ja. Und Nijmegen ist da, wie weit ist das von hier? mit dem Bus ungefähr 3 Stunden. 3 Stunden? Ja. Oh, das ist ja schon mal. Und ihr seid jetzt zum 3. Mal hier. Gibt es etwas, wo ihr sagt, ja, deswegen kommen wir jedes Jahr wieder? Ja, es ist super toll und sehr gemütlich. Und das Wetter ist natürlich toll. Und so mit so vielen Vereinen zusammenzuspielen, ja, das ist super. Gibt es denn Vereine, die ihr vielleicht kennt, auf dessen Auftritt ihr euch freut? Für mich nicht, weil für mich ist es das erste Mal hier. Ah, okay. Aber unser Verein ist schon öfter hier gewesen. Ja. Aber ja, überhaupt, Musik macht Spaß. So unbedingt, welche Vereine das sind, das ist schön, um anzuhören. Ja, ja, super. Das war es auch schon von mir. Dann okay. Vielen lieben Dank. Ja. Und ich denke, wir sehen uns noch im Laufe des Tages hier. Ja, da denke ich auch. Danke nochmals. Gerne, gerne. Tschüss und viel Spaß. Danke euch auch. So, ich stehe jetzt mit dem Kai und er wird jetzt einfach mal sich und seinen Verein vorstellen. Das stimmt. Wir sind vom Musikzug Burgdorf Ovelgönne aus der Wesermarsch und bestehen seit 1987. Haben schon viele Jahre auf dem Buckel und wir schätzen halt die Kinderarbeit und wir arbeiten auch mit einer Behindertenwerkstatt zusammen und freuen uns, mit denen immer Musik zu machen und das läuft richtig klasse. Und gehen einmal hier rüber. Und wie viele Mitglieder seid ihr aktuell? Also aktuell sind wir circa 30 Mitglieder. Von welcher Altersspanne? Oh, mir ist gerade erst jemand geschlüpft. Ah. Bei uns ist das ja immer, der Nachwuchs wird auch gleich mitgefördert. Also letzten Monat geschlüpft bis hin zur 60. Ach, das ist ja schon eine große Altersspanne, ne? Seid ihr zum ersten Mal hier bei der Sassenberger Pfingstmusikschau? Nein, sind wir nicht. Wir sind schon seit 1998 dabei. Jedes Jahr? Ja, jedes Jahr. Das ist eine Leistung. Und wie seid ihr damals auf das Fest aufmerksam geworden? Wurdet ihr da angeschrieben oder habt ihr jemanden angeschrieben? Oder
Das ist eine gute Frage. Die kann ich leider nicht beantworten. Ich bin jetzt erst seit 5 Jahren dabei. Ja. Und die Vorsitzende, die das sonst gemacht hat, ist leider im Januar verstorben. Und die könnte mehr Auskunft geben. Wir sind alle nicht so lange dabei gewesen wie sie. Okay. Gibt es denn bestimmte Auftritte von den ganzen Fanfarenzügen oder Spielmannzügen, die heute da sind, auf die ihr euch am meisten freut? Immer nur Sassenberg. Das ist unser Highlight und da fahren wir auch jedes Jahr hin. Sonst übernachten wir hier auch immer. Heute oder dieses Jahr leider nicht. Das hat nicht gepasst, weil das ein bisschen kurzfristig war. Aber sonst sind wir jedes Jahr Pfingsten immer in Sassenberg und da freuen wir uns auch drauf. Vor allem die Jugend. Gibt es denn, weil ihr sagt, ihr seid schon ein bisschen länger mit dabei, so ein kleine Insider-Tipps für Vereine oder für Besucher, die du mir verraten kannst? Das ist eigentlich immer nur, man muss mit Spaß dabei sein. Und wir sind mit den Sassenbergern ganz lange schon befreundet und spielen auch mit denen ganz oft zusammen. Und das passt einfach, harmoniert. Einfach Spaß haben, gute Laune mitbringen, natürlich Sonnenschein und dann ist das alles tutti frutti. Ja, dann vielen Dank und ich wünsche einen angenehmen Tag. Ja, danke gleichfalls. Dankeschön. Habe ich schon. Was gefällt dir an unserem heutigen Ausflug am besten? Oh, das Wetter, ne? Das ist schon geil. Und, naja, ist mal ein bisschen was anderes, ne? Essen und nicht so langweilig wie gestern. Ja, so rumsitzen ist aber nicht meins, weißt du, das ist nicht so. Du hast ja gerade schon auf dem Platz sehr viele Vereine gesehen. Gibt es einen Auftritt, auf den du dich am meisten freust? Oder den du dir gerne ansehen möchtest? Wenn ich die mal alle kennen würde. Keine Ahnung, nein. Hab keine Favoriten. Also keine Klimpervereine, bitte. Ja. Und ja, es wird bestimmt spannend. Also ich glaube hier die Red Blacks, die sind ganz cool. Ja. Gerade schon, die haben gerade so ein bisschen Mucke hier gemacht. Also ich finde die schon ganz gut. Und gibt es von dem, was du bist jetzt, also du bist ja heute zum ersten Mal dabei, nehme ich an. Ja. Genauso wie ich. Ja. Gibt es denn irgendwas, was du bisher gesehen hast, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall, bleibt in meiner Erinnerung? Nein. Noch nicht? Nein, noch nicht. Also wir sind gerade erst frisch hier, der Umzug geht gleich erst los. Dementsprechend kann sich das natürlich noch im Laufe des Tages ändern. Ja, dann vielen Dank, Mike. Gerne. Und wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Gut Spiel. Danke. So, ich stehe jetzt hier mit dem Dirk von den Fanfaren zu Roland Bühne Bochum. Und ich würde vorschlagen, stell dich und deinen Verein einfach mal vor. Ja, wir sind der moderne Fanfaren zu Roland Bühne Bochum. Wir sind 1959 gegründet worden. Wir sind ein Karnevalsverein, der schon 10 Jahre länger besteht. Also nächstes Jahr haben wir 75-jähriges Bestehen. Wir sagen erstmal an euch recht herzlichen Dank, dass ihr jetzt im September schon zu unserem Musikfest kommt. Sehr gerne. Da freuen wir uns drüber. Und wir werden hier in Sassenberg nachher auch zusammenspielen. Also wir sind hier auf dem Pfingstmusiktreff in Sassenberg und freuen uns natürlich, dass wir hier mit ganz vielen Bochumern vertreten sind. Wie groß ist momentan euer Verein? Wir sind im Fanfarenzug, wenn alle da sind, 25 Aktive. Wir haben aber noch Mädchen davor. Wir sind heute 35 insgesamt mit unseren Tanzmädchen und die Rollerbühne 120 Mitglieder. Und seid ihr zum ersten Mal hier oder kommt ihr öfter her? Wir sind seit 1999 eigentlich hier Stammgast. Und was zieht euch immer wieder hierher? Wir verbinden das immer mit einer Vereinsreise. Wir übernachten hier 3 Tage und machen hier unsere Jugendfahrt eigentlich mit. Ne? Machen Musik und machen ein bisschen Spaß, machen Spiele hier. Gestern Abend haben wir auch so ein Spiel mit Sassenberg zusammen gemacht und das macht einfach Spaß. Das ist irgendwie bei uns Tradition geworden. Und wir haben ja hier ganz viele Vereine schon gesehen. Gibt es bestimmte Vereine oder Auftritte, auf die ihr euch freut? Ja, eigentlich freuen wir uns auf jeden Auftritt. Man macht ja überall Musik und wenn das Publikum dann auch noch stimmt, dafür machen wir die Musik. Um dem Publikum Freude zu bringen. Heute Morgen waren wir zum Beispiel in Altersheim wieder und da ein Platzkonzert gemacht. Die Leute waren so dankbar. Das ist schön. Und ihr seid über Nacht auch hier, habe ich so rausgehört? Ganz genau. Wir übernachten 3 Tage hier. Gibt es da so ein paar Behind-the-Scenes-Tipps oder Einblicke, die du uns geben kannst? Was passiert, wenn der Festplatz geschlossen ist? Wenn der Festplatz geschlossen ist? Ja, denke ich mal, dann feiern wir woanders. Aber das wird hier nicht passieren in Sassenberg. Also sehr viel Party und gute Laune ist angesagt. Hier ist sehr viel Party, gute Laune, viel Spaß ist hier angesagt. Gibt es denn bestimmte Tipps, die du hast für Besucher oder andere Vereine, die sich das überlegen, mal hier hinzukommen?
Ja, einfach Fanfarenzug Sassenberger Landsknechte anschreiben und kommen, sich das selber an, selbst ein Bild machen. Ist einfach toll hier, es macht Spaß, die Leute sind hier top. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, dann war es das auch schon von mir. Ja, danke. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und wir, wie gesagt, bis nachher zum Zusammenspielen. Hast ja schon super. Ganz genau, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf. Wir auch, danke. So, ich stehe einmal mit einem Verantwortlichen, Vera von dem Fanfarenzug Sassenberger Landsknechte. Und ich will einfach mal vorschlagen, du stellst dich und deinen Verein einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Vera Schwerter, bin erste Vorsitzende vom Fanfarenzug seit fast 10 Jahren. Ja, habe den Haufen übernommen, sehr gerne. Wir sind zurzeit knapp 35 bis 37 aktive Mitglieder, von jung bis alt. Sind 1964 gegründet worden, aus dem Bürgerschützenverein hier aus Sassenberg. Reisen überall hin, wo es uns hinschreibt, machen und tun. Von Schützenfesten bis Freundschaftstreffen, Musikfeste, Hochzeiten, Geburtstage. Ja, das sind wir. Sehr schön. Wie lange gibt es euer Festschau, die Pfingstmusikschau? Jetzt, die 55. Pfingstmusikschau feiern wir heute. Mit Unterbrechung Corona? Ohne Unterbrechung Corona? Leider ja. Leider ja. Eine grundlegende Frage, wie kam die Idee überhaupt zu dem Fest? Ja. Pfingsten, wie kam Pfingsten? Pfingsten, wir haben hier ein großes Schützenfest, das zweitgrößte im Münsterland. Und ja, wir sind ja gegründet worden aus dem Bürgerschützenverein. Und dann hat der Fanfarenzug sich irgendwann mal gedacht, wir müssen auch mal ein Musikfest machen. War früher in der Stadt bei dem Hotel Börding und ist irgendwann dann zum Schützenplatz gewandert, hier in der schönen Kulisse. Und ja, und seitdem feiern wir unser eigenes Fest, die Pfingstmusikschau. Und welche Herausforderungen gibt oder gab es in dem jeweiligen Jahr bei der Organisation des Ganzen? Herausforderungen? Ja, wie viele Getränke bestellt man? Was bekommt man für ein Wetter? Wir haben nicht immer so prächtiges Kaiserwetter. Herausforderungen? Kommen alle Vereine? Wer sagt noch kurzfristig ab? Können wir mit allem rechnen? Aber wir sehen es eigentlich recht sportlich und locker und kennen ja selber die Probleme mit spielfähig sein, mit Buskosten. Mittlerweile ist das ja schlimm geworden. Und ja, das sind eigentlich so meistens die Herausforderungen. Für uns ist immer wichtig, jeder fühlt sich hier wohl und hat Spaß. Und welche Attraktion bietet das Fest? Ich sehe, wenn ich hier mich so umschaue, schon ganz schön viel. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Ja, wir haben, was an so einem Sonntag schön ist, ganz viel Wert auf die Familie gelegt. Familie, so ein bisschen, die Eltern können am Bierstand. Unsere schöne Kinderbelustigung, die super betreut wird, die auch kostenlos ist, was für uns ganz wichtig ist, weil den Kindern soll der Spaß ja auch nicht fehlen. Musik, schöne Musik, verschiedene Musik. Jeder Verein kann sich präsentieren und macht Freundschaftstreffen. Viele Vereine finden sich hier, die Freunde. Unsere Cafeteria von unseren Eltern, Freunden mit selbstgebackenen Kuchen natürlich. Ja, wir möchten das Fest feiern, so wie wir es lieben und schön finden. Hört sich echt schön an. Gibt es denn Pläne oder also zukunftsgesehen Pläne, was man vielleicht noch vergrößern könnte oder was da noch so auf einen zukommen könnte? Ja, vergrößern ist immer so die eine Sache. Wir möchten das einfach mit Liebe ausrichten. Wir möchten es stemmen können, viel noch mit eigener Kraft. Aber ich möchte auch wirklich, oder wir möchten vom Vorstand her, dass unsere Leute feiern, Kontakte knüpfen, Freunde aus anderen Vereinen wiedersehen und die sich vielleicht 5, 6 Jahre nicht gesehen haben. Und vergrößern hatten wir erst einmal gedacht, Kirmesbetrieb, aber Kirmes zerstört immer die kulturelle Musik, finde ich immer. Und deswegen haben wir das so ein bisschen klein, aber fein und ja. Und wie wichtig ist euch die Tradition? Wenn ihr sagt 55 Jahre, da muss ja schon was hinterstecken. Ja, also die Tradition ist uns schon sehr wichtig, gerade weil es einfach zur Stadt Sassenberg gehört, für uns dazu gehört. Man hat schon mal überlegt, wo man dann ein bisschen vom Personellen her schrumpft. Machen wir es nur alle 5 Jahre, machen wir es nur alle 2 Jahre. Und wir haben uns aber gesagt, nein, wir müssen die Tradition beibehalten und unsere Pfingstmusikschau auch zu Pfingsten durchführen. Also für uns gibt es kein anderes Datum, sondern wirklich die Pfingstmusikschau zu Pfingsten.
Gibt es denn von deiner Seite her aus Tipps für Besucher oder für Vereine, warum man genau hier hinkommen sollte? Also, hierhin sollte man kommen, weil es eine wirklich schöne Stadt ist. Ich finde, die Straßen stehen immer super voll, was ich total liebe an den Leuten, die wollen die Musik, die wollen die Tradition, die freuen sich über viele Vereine, die freuen sich über viele verschiedene Musik. Wir haben hier unseren Feldmarktsee, wo man wirklich schön drumherum gehen kann. Wir haben unsere Eisdielen, wir haben unseren Biergarten, die Radstuben. Das sind einfach so Anlaufpunkte, wo auch viele Camper hinkommen. Wir haben hier drei schöne Campingplätze wirklich, wo man sagt, das ist einfach herrlich hier zu sein. Noch eine ergänzende Frage. Wo kann man sich denn melden, wenn man als Verein Bock hat, mal hier mitzumachen? Gerne bei uns auf info@vanfranzus-sassenberg. Und kann man sich jederzeit melden, uns ansprechen, uns über Facebook kontaktieren oder Instagram. Und dann, einfach im Internet eingeben und dann Kontakt knüpfen und dann sind wir dabei. Ja, das war schon von meiner Seite aus. Ja. Ich bedanke mich schon mal im Namen unseres Vereines für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und, wir kommen auf jeden Fall gerne wieder, wenn wir dürfen. Auf jeden Fall. Jeder ist herzlich willkommen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und man sieht sich bestimmt im Laufe des Tages. Euch auch. Danke. Viel Spaß. Danke.
Jahr die 55. Pfingstmusikschau der Sassenberger Landsknechte. Vergesst nicht, den Videodaumen nach oben zu geben, zu kommentieren, zu teilen, zu liken, was man da auch immer alles macht. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Landsknechte unterwegs. Bis dann, Glück auf!